Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und warum bin ich so eine Map? Nein! Und warum sind die Gens alle da drüben? Ja, wir sind der Clown. Zwei Generatoren direkt nebeneinander. Besser können die Survivors gar nicht haben. Wir haben 4 Consoleros dabei. Glück gehabt. Hier ist noch ein Dwight dazugekommen. Wir haben einen Dwight. Ein gelbes T-Shirt. Slalom laufen. Wow, das war halt mal richtig doof. Okay. Wird schwer. Ich spiele auch nicht gerne den Clown. Ich habe den Clown früher sehr gerne gespielt. Ich habe ja damals mit dem Trapper angefangen. Und bin dann gewechselt auf den Clown. Und habe erstmal monatelang den Clown gespielt. Bevor ich... die anderen Killer gespielt habe. Betreten. Ich bin so... Läuft er mir ins Gesicht? Diese Animation schon wieder, die es abgebrochen hat. Ja. Die Idee. So, dort haben wir Kratzspuren. Und ich habe rein theoretisch jetzt einen Pop. Auf der Map wäre eigentlich Ruin ganz cool. Ah, wir können hier Pop draufhauen. Okay, Lori muss raus. Lori ist halt ein richtiger Anti-Mate. Lori hockt sich vor den Haken. Lockt mich an. Hustet hier rum. Was ist denn... Balance Landing! Hatze! Oh, die läuft weiter! Die Palette zurückgeglitscht, wenn jetzt hier jemand ist und die Palette zieht. Okay. Oh, die Leute werden gleich die ganzen Gens anmachen. Die werden erst 2 Haken. Oh, und mein Sound nervt mich selber, ne? Muss ich ja sagen. Oh.
Hatte, glaube ich, einen Sprintboost. Hat den aber zu spät getriggert. Und hier haben wir Blutspuren. Ich habe gerade keine Flaschen mehr. Okay, mindestens einen müssen wir kriegen. Okay, er zieht die Paletten. Oh no, wenn hier die Palette steht. Okay, hier müsste der Keller sein, wenn ich es richtig gehört habe, dass er tief gefallen ist. Ja. Kommt er in den Keller? Dann füllen wir unsere Flaschen auf. Ich weiß nicht, ob ich hier jemanden höre. Tatsächlich jemand. Lennis, du denn hin? Jake Boy. Schade. Ja, doch nicht schade. Okay. Haben wir sie mal ein bisschen verletzt. Kommst du jetzt in den Keller? Ich denke mal, Lori und Leon werden sich direkt heilen. Die werden nicht weit weggehen. Und der Dwight macht die ganze Zeit die Generatoren. Ich hab Pop. Hau ich jetzt hier drauf, bevor es... Ja, beide geheilt. Bevor ich wieder meinen Pop nicht nutzen kann. Die Palette muss weg, finde ich. Hier steht noch ein Totem. Also noch haben wir Nöd am Ende. Ja, ich habe als Clown Nöd dabei. Flamed mich. Hallo! Nice! Und hier ist die immer zu spät gezündet. Aber krieg dich trotzdem. Sag ich doch. Verletzt bist du schon mal. Krieg dich auch noch auf den Boden. Ist nicht hier reingegangen. Sprintboost ready. Hängen geblieben. Oh nein. Und ich bin ein Clown und ich werf keine Flaschen. Ich bin so doof. Aber wir wissen jetzt, dort hinten ist jemand am Generator. Dort gehen wir gucken. Okay, gehen wir nicht. Oh, ich habe verbittertes Gemurmel dabei. Ich sehe doch, wenn die wegrennt vom Generator. Ihr wolltet retten. Na los, zieh die Palette. Okay, der Schlag war gemein. Gebe ich zu. Übrigens, wie ihr seht, ich spiele den Clown nicht mit gelben Fläschchen. Ich finde die gelben Fläschchen doof. Ich bleibe bei dem alten Clown, wie er ursprünglich war.
mit seinen rosa Fläschchen, um die Leute zu verlangsamen. Das mit dem die Leute schneller machen, weiß nicht. Mist, ich dachte, er zieht die Palette. Jetzt hat er gezogen. Hat er einen Flink dabei? Hinter mir hat Jake, glaube ich, gerade geklickert. Ist aber egal, ich werde nicht auf Jake gehen. Und da ging es nicht durch. So. Geh nicht in Richtung Jake mit seiner Taschenlampe. Nicht, dass er tatsächlich noch ihr Blind bekommt. Jake, es ist jetzt deine eigene Schuld. Ich an deiner Stelle wäre ja weggegangen. Aber es ehrt dich sehr. Jetzt haben wir nur noch Lori und White. Habt ihr gerade die Kratzspuren gesehen? Da haben wir Pop drauf. Ist die Lori gerade hinter mir irgendwo runtergesprungen? Okay, sie ist nicht runtergesprungen. Sie haben sich geheilt. Und da ist eventuell... Okay. Nice one! Nix mit Balanced Landing. Ich habe dich einfach im Fall von unten geschnetzelt. Jetzt erst auf, zählt der Zähler erst den Strich, wenn gerettet wurde? Das müsste es ja bedeuten, Dwight kann noch zweimal hängen. Mal hängen oder ist es jetzt kaputt? Irgendwie die Anzeige. Hat doch gar keinen Sinn. Ach so, stimmt. Ja, das letzte... Auf den Koppe. Okay, sie ist natürlich nicht zurückgelaufen. Wäre auch dumm gewesen. Hätte sie ja wieder gestimmt. Dwight hat die Luke, kann das sein? Deswegen lässt sie sich jetzt umlatschen. Gut, dann kommt Dwight halt raus. Weil warum sollte sie plötzlich aufgegeben haben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber er ist eh verletzt. Aber vielleicht schafft es trotzdem, weil die Ausgänge
ich da bin. Vielleicht hat er sich auch drüben gerade hinter der Tür versteckt. Nehmen wir die Palettenpunkte noch mit. Aber das mit Lori habe ich jetzt nicht verstanden. Oh, da ist er. Er wird es schaffen. Warum hat sie sich jetzt umhauen lassen? Habe ich nicht ganz verstanden. Aber okay. Eine Runde ohne Disconnect. Wupp, wupp. Am Anfang hatte ich so ein paar Problemchen, aber das hat sich ja dann gebessert. So, ne, alles von der Konsole, alle Spieler. Ich glaube schon, dass das eine SWF war. Aber man weiß es nicht. Aber war eine gute Runde. Ich bin glücklich. 27.000 Punkte. Was will ich mehr? Ich danke euch fürs Zugucken. Nächste Woche Sonntag gibt es eine neue Folge Killer, wenn nichts dazwischen kommt. Ich bedanke mich bei euch. Bleibt gesund. Macht's gut. Schönen Tag, schönen Abend, schönen Nachmittag. Und bis zum nächsten Video. Bye, bye.